Das ist ein bisschen cool für uns. Aber ein bisschen teuer. Okay. Hammel. Huhn. Hammel, Huhn. Na, ich verlasse dich erstmal. Ist zwar cool, aber so dringend brauche ich das jetzt echt nicht. Dass ich bereit bin, ein Risiko einzugehen. Ich meine, was heißt Risiko? Hoppala. Fordert 7 Kohlen. Hä, niemals. Ich gebe doch nicht meinen Kohl auf. Für ein paar Schweine. Schlachte ich lieber die Schweine. Wolvi. Obwohl. Zack, zack, dann sind die hinüber. Und mit dir die beiden und der. Okay. Perfekt. Und noch angespornt. Sehr gut. Ja, wirklich sehr gut. Okay, der ist tot. Der überlebt. Aber mit dem ist der auch hinüber. Nein, ich lasse die nicht gewinnen. Sowas von nicht. Zack, 111. Ey, das ist der Wahnsinn. Und erledigt. Noch ein bisschen lecker essen für uns. Ich werde den Wolf definitiv nicht heilen. Ich wäre wahnsinnig, wenn ich das tun würde. Die Lager der Gaukler. Ich würde das halt gerne noch abgeben, bevor ich schlafen gehe. So gehe ich da jetzt einfach mit Gewalt hin. How could this animal open? If we don't find the damn wolf, we'll miss the arena club. Okay, komm hier. Wenn ihr meinen Partner findet, bringt ihn zu mir. Ihr könnt ihn nicht übersehen. Er ist ziemlich groß und trägt ein Halsband. Ein Speckhalsband und eine Leier. Wolfie, hier. Ich hatte solche Angst, dass ich ihn nie wiedersehen würde. Und doch ist er hier. Hab Dank, Söldner. Ihr habt meine Bestimmung wiedergefunden. Hier, nehmt das. Es ist mein kostbarer Besitz. Nach Wolfie natürlich. Eine Leier. Ein Musikinstrument, das bei Minnesängern, Troubadouren und Gauklern sehr beliebt ist. Lehrt euch die Herstellung von Speckhalsband. Tüftnerlehrling. Okay, was machst du? Diese Einheit kann im Kampf kontrolliert werden. Okay, das ist, wenn ich keinen hab, der Tiere kontrollieren kann. Nebenbei, ich erlerne mal den Sattel.
Okay, kann ich nicht herstellen. 10 Seile sollte ich kaufen können. Immer noch Seile. Kann ich nicht, kann ich nicht. Aber ich könnte den Kochtopf. So, jetzt könnt ihr keine Schlüssel mehr. Es muss der Käfig von Menschen geöffnet worden sein. Und dass er wieder da ist. Auf den Bühnen hat er nie etwas getaugt, aber wenn er da ist, müssen wir nachts nicht abwechselnd Wache halten. Okay, was sagst du? Ich glaube, du hast ihn befreit, oder? Es ist gut, diese Bestie wieder in ihrem Käfig zu sehen. Nein. Ich frag mich, wer ihn dann befreit hat. Naja. Holen wir uns aus. Nachdem wir das gemacht haben. Okay. Satteltasche stellen wir einmal her. Ich hätte sogar... Ich könnte dir das geben. Die 3% Bewegungsgeschwindigkeit und 10 brauche ich jetzt noch nicht wirklich. Dann lassen wir das erstmal. Okay, robuster Angelhaken, normaler Angelhaken. Ich könnte 10 Seile herstellen. Dann muss ich auch keine kaufen. Stellen wir die her. Ich habe kein Eisen mehr für den Kochtopf. Super. Okay, 10 Salz müsste ich holen. Okay, wir bekommen 15 mehr Tragdinger. Und 10% mehr Erfahrung. Ja, damit kann ich leben. Was? Arkadischer Stahl. Okay. Das brauche ich noch lange nicht, wenn ich das schon nicht herstellen kann. Okay, na, brauche ich nichts wirklich saures Öl, oh. Okay, dann schlafen wir jetzt erstmal. Hier ein bisschen Schweine. Ja, rein theoretisch. Gegrilltes Schweinefleisch. Und das hier mit dem... Ja, vor, ich brauche Salz, habe ich auch nicht, also kann ich nicht mehr herstellen. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich das jetzt nicht. Ich habe nämlich kein Salz. Okay, dann hier, zack, zack. Dorade. Und ein kleiner Wein. Zahlen wir noch unsere Leuten? Kriegen wir noch einen kleinen Erfahrungsboost, bis wir das nächste Mal schlafen. Nebenbei. Erhöht Schaden von Gelegenheitsangriffen. Gelegenheitsgefahr. Angriff, welcher der Hauptfertigkeit Stärke oder Geschick 100% Schaden zufügt. Dann sehe ich lieber das aus statt des Flankieren. Das Flankieren brauche ich nicht wirklich so oft.
Gib mir Beute. Darauf komme ich nochmal wieder mit dem Erfahrungsboost von der Umgebung. Okay, Chef Tüffler. Neu freigeschalten. Straße 20% schneller. Tragfähigkeit 10% erhöht. Kaufpreis von Handelsgütern um 10% verringert. Und Verkauf erhöht. Aber das mit der Kopfgeldliste. Eins mehr, das ist besser. Ja, ich meine, ein Pony ist schön und gut, aber... ist jetzt wirklich nichts, was ich brauche. Ich könnte zwar hier ein bisschen... okay, bevor ich da weitergehe, gehe ich erstmal hier runter. Anscheinend habe ich da noch nicht genug erkundet. Oh, was ist das denn? Okay, es könnte irgendwas Seltenes sein. Kann ich aber eigentlich auf den Rückweg hingehen. Das mache ich denn auch. Erstmal Hallöchen. Ihr bringt uns noch ein schönes Sümmchen Geld ein. Geld hört sich doch immer gut an. Wer sagt schon Nein zu Geld? Okay, zack. Der andere Bogen, der wäre zuallererst dran. Ja, reicht es da? Ich glaube, der müsste eigentlich eins weiter. Wenn nicht, wäre es halt wirklich schade. Um den wäre es halt wirklich schade jetzt. Okay, da kann er beide treffen. Zack. Gut. Ah, hätte er dahin gelaufen. Werde ich noch das eingesetzt. Aber hey, bei dir geht's ja auch. Zack. Erwischt. Ben, du bist dran. Ah, das war jetzt nicht so schlau. Naja. Ben. Okay, dann gehst du auf ihn los. Und bringst ihn. Angespornt. Sehr gut. Okay, Zug beenden. Komm schon, das schaffst du. Ja, perfekt. Okay, beenden. Ja.
Okay, besser kommst du hier nicht weg. Okay, Feuer. Da ist die Reichweite nicht groß genug, naja. Erstmal das Messer. Ja, perfekt. Wegen dem Crit hat's gereicht. Nein, ich lasse sie nicht ziehen. Sicherlich nicht. Ich habe gelernt, niemals einen Feind gehen lassen. Auch wenn er mich danach angreifen kann. Oh, ich hätte erst den rangehen lassen sollen. Jetzt hätte ich mit dem Speer angreifen können. Naja. Ja, ich möchte beenden. Neue Runde. Okay, mit dem Pony kann ich nichts machen. Dann soll der Speertyp ihn umbringen. Okay, nein, nicht wirklich. Level up. Kritischer Schaden erhöht, aber na. Stärke nochmal oben drauf. Oh, warte, noch einmal? Nein, wollte gerade sagen. Das wäre jetzt cool gewesen. Okay, ich kann hier oben noch. Okay, Meister Gerolds Werberei. Okay, Hammelfleisch. Hammelfleisch ist gut. Oh, es wird knapp. Ich könnte es schaffen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Komm. Perfekt. Okay, gucken wir mal, was die Werberei für uns hat. Zuallererst. Hat eine Truhe, die müssen wir knacken. Das steht so in unserem Diebeshandbuch geschrieben. Alle Truhen müssen aufgeknackt werden. Okay, einmal Wissen. Oh, das war ein gutes. Ein gutes Büchlein. Oh, warte hier. Oh, hier war noch was. Ohohoho. Zwei Truhen in einem Ding. Das kommt nicht oft vor. Das kommt wirklich nicht oft vor. Oh, und den dritten auf Anhieb. Ah, ein bisschen Stoff, aber nichts atemberaubendes. Ja, Hanf nehmen wir immer mit. Gibt es sonst noch hier irgendetwas? Leider nicht. Okay, Rite. Wir sind Weber. Wenn ihr also Stoff kaufen möchtet, kann ich euch versichern, dass ihr bei uns nur edelste Ware findet. Der Wandteppich. Oh ja, Stoff brauche ich. Ich habe Stoffmangel. Schwert verkaufen, verkaufen. Typ. Ich behalte die mal, weil es ein Instrument ist. Okay, was hast du?
Warum ich? Warum heute, wo ich endlich mein Auskommen gesichert zu haben glaubte? Warum straft mich das Schicksal so? 5 Jahre habe ich an diesem Wandteppich gearbeitet. Dieses Meisterwerk sollte mich in ganz Gossenburg berühmt machen. Und jetzt? Mein Lebenswerk ist über Nacht verschwunden. Die Wache meinte, dass ich die Suche einfach aufgeben soll. Dass mein Wandteppich ohnehin schon lange über die Grenze gebracht worden sei. Dürfte und wahrscheinlich nie wieder auftauchen wird. Aber jetzt habe ich gar nichts mehr. Hey, ist das was von Deep Hub? Oh. Okay, gut, dass ich das aufgehoben habe. Geben. Ja. Moment, das ist doch mein Wandteppich. Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin. Ich hoffe, diese Belohnung spricht für sich selbst. Ich hoffe's. Hat die Chance, dass der gestohlene Gegenstand nicht als Diebesgut betrachtet? Oh, yes. Hallo, Dieb. Schlösser sind leichter zu knacken. Das muss nicht sein. Aber ich frage mich immer noch, zählt das eigentlich für alles? Vielleicht mal für jene oder nur für den einen. Wenn es für alle gilt, wäre das ziemlich cool. Wenn es nur für einen geht, weiß ich nicht. Okay, ich hätte noch Leder, aber Leder brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. In welche Richtung gehe ich jetzt? Ich würde sagen, erstmal in die nach oben. Weil es der leichtere Weg für mich ist. Okay, gehen wir so außen herum. Hier ist noch eins. Okay, was ist das? Eine Windfell. Gut, Windfell, okay. Was kriege ich hier? Oh, es ist wieder ein Anwesen. Untersuchung. Möchte die Krone der Braut mit Blumen schmücken? Ja. Schneelilie. Ja, komm. Ich kann diese Hochzeit kaum erwarten. Es ist üblich, Sklaven und Dienern zu solchen Anlässen einen Tag freizugeben. Schade, dass diese Familie nur 2 Kinder hat. Oh, könnte ich klauen? Jetzt wollen die so viel spenden. Ihr seid doch die Aristokraten, ehrlich. Ja, komm. Wein sicherlich. Seid ihr hier, um meine Tochter zu gratulieren? Sie heiratet da in eine gute Familie ein, nicht wahr? Wir freuen uns über jede Spende für ihre Blumenkranz und das Bankett. Das wird euch auch euch Glück bringen. Unser ganzen Wohlstand haben wir diesem Weingut zu verdanken. Jetzt studiert mein Sohn an der Universität von Gossenburg und meine Tochter ehelicht einen Mann von höchstem gesellschaftlichen Ansehen. Aber ich mache mir große Sorgen wegen dieser Krankheit, die unsere Ernte befallen hat. Ob das ein böses Omen ist? Ob ich die Hochzeit verschieben sollte? Ich wüsste gern, wer heiratet. Aber anscheinend ist das nur zweitrangig. Naja, wir haben alles gespendet, was wir spenden konnten. Mehr kann ich für euch nicht machen. Okay, da ist ein Bandit. Den merzt sich aus, weil er einen Totenkopf hat. Vielleicht ist dann das Banditenlager nicht mehr so schwer. Oh, ein bisschen fischen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Banditenlager so weit geht, aber man kann es ja testen.